Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will gleich an das anschließen, was Kollege Beek gesagt hat, insbesondere was das Verfahren zur Entstehung des heutigen Paketes betrifft. Es gab eben keine erste Lesung hier im Plenum. Das ist ohne Debatte mit durchgewunken worden, die Anhörungen nur auf Druck der Opposition im Ausschuss wirklich durchgeführt wurden. Und dann, was das dem Ganzen dann noch den Boden ausschlägt, dem Fass, war, dass am Dienstag uns ein 25-seitiges Papier erreicht, wo sonstige Dinge mit reingepackt werden, die mit Barrierefreiheit nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Das vorgelegte Gesetz, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, fühlt sich eher an wie ein Schweizer Käse. Es hat viele Löcher. Insbesondere hat es viele Schlupflöcher, um Barrierefreiheit nicht umsetzen zu müssen. Am 5. Mai, ist noch gar nicht so lange her, waren zumindest drei von den hier Anwesenden am Brandenburger Tor und haben sich sehr genau angehört, wie die Betroffenen denn gerade der Auffassung sind, was sie von diesem Gesetz halten. Die Große Koalition haben wir zumindest nicht gesehen, und auch die Betroffenen haben berichtet, dass sie gar nicht vor Ort waren. Das ist eher Feigheit. Hätten Sie lieber auf die Kritik gehört? Der Titel des Gesetzes, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, weckt eben genau Hoffnungen, die nicht mit diesem Gesetz erfüllt werden. Betroffene wollen einen wirklichen Abbau von Barrieren. Eine Frage, die uns verschiedene Betroffene gestellt haben: Was ändert sich denn jetzt, wenn das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz konkret in Kraft tritt? Die Barrierefreiheit am Bankautomaten, die Erreichbarkeit? Und die Antwort ist: nichts. Im Änderungsantrag der Koalitionsfraktion geht es nur um bitte, bitte, aber nicht um wirkliche Fortschritte. In der Anhörung am Montag schilderte Frau Dr. Bernot vom Institut für Menschenrechte das Problem sehr bildhaft. Erstens, Geldautomat wird irgendwann barrierefrei, die drei Treppen zum Automaten jedoch nicht. Wer und wie soll er bitte bedient werden? Die Linke fordert daher erneut, Privatwirtschaft muss zwingend und vollumfänglich zur Barrierefreiheit verpflichtet werden. Und ich will den Kollegen Aumer zitieren, ist schon ein paar Jahre her. Er sagte in diesem Zusammenhang, Zwangsverpflichtung ist eben nicht der richtige Weg. Aber wer bitte schön regelt es denn, wenn der Markt es nicht macht? Wir haben dazu 2010 10 umfangreiche Anträge vorgelegt und hier im Plenum besprochen, alle von Ihnen abgelehnt worden. Wenn man sich das heutige Gesetz anschaut, in Kraft treten erst 2025. Es gibt zum Teil noch einen Bestandsschutz bis zum Jahr 2040. Damit bleiben insbesondere bauliche Barrieren im Alltag bestehen und verhindern Inklusion und wirkliche Teilhabe. Auch ein Flickenteppich an Marktüberwachungsbehörden wird weiter entstehen. Besser wäre es nach Auffassung der Linken, dies auf Bundesebene zentral zu regeln. Wichtig ist für die Linke dabei, dass verpflichtend Menschen mit Behinderung und ihre Organisationen und Verbände beteiligt werden. Frau Präsidentin, Schlusssatz. Dieses Gesetz ist ein ziemlich schwaches Gesetz, und ich freue mich bereits auf die Beratungen im Herbst. Mit einer neuen Wahlperiode und anderen Mehrheiten ist dann wirkliche Barrierefreiheit möglich. Vielen Dank. Das Wort hat Corinna Rüffer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.